herzlich begrüßen. Begrüßen darf ich auch unseren Dekan Erwin Hassel, unsere Frau Bürgermeister Gertrud Berlin-Wernhardt, Altbürgermeister Wilfried Baptisten-Matscher, den Vizebürgermeister, die Gemeindereferenten und Gemeinderäte und alle Pfarrgemeinderäte. Begrüßen auch recht herzlich die Abordnung der Feuerwehren und der Schützenkompanie Major von Borandel sowie die Singgruppe von Oberbrenzing. Das ganze Jahr haben wir uns schon alle auf diesen Tag gefreut. Umso mehr freut es uns, dass Sie, Herr Bischof, diesen Termin wahrgenommen haben. Sie haben in den Jahren 1973 bis 1975 in Kaltern als Kooperator gewirkt und haben so manche Familie im Taufgespräch besucht. Ihre Täuflinge sind jetzt Frauen und Männer in den schönsten Jahren. Lieber Herr Bischof, wir sind auch ein bisschen stolz, dass ein Priester, den wir persönlich kennen, jetzt unser Bischof ist. Wir wissen es zu schätzen, dass wir Sie jeden Sonntag im Radio hören und Ihre geistreichen Worte auf uns einwirken lassen können. Die Freude ist heute besonders groß, weil Sie uns zu unserem Patrozinium, dem Fest des heiligen Nikolaus, besuchen, der die Kinder mit Gaben beschenkt. Und für uns sind Sie, Herr Bischof, heute das Geschenk. Wir im Wallfahrtsort St. Nikolaus haben noch einen aktiven Kuraten, Herrn Bethofer, und einen tüchtigen Mesner, dem wir heute auch mal Danke sagen möchten. Nun freuen wir uns, mit Ihnen die Heilige Messe feiern zu dürfen und danken Gott, dass er uns einen so guten Bischof geschenkt hat. Ich bin stark aus, ich kalt und stark, immer bald der Schwerwind war, drum mag nur auf, wenn's Luft auf Nacht, hör ins Dunkle und gebracht. Vielleicht bin schon die Zeit. Heißt es, hier willkommen und bitte Sie, diesen Gottesdienst vorzustehen. Der Friede sei mit euch und mit deinem Geist. Gott, du Spender des Guten, hilf uns auf die Fürsprache des heiligen Nikolaus in aller Not und steh uns bei in jeder Gefahr. Gib uns ein großmütiges Herz, damit wir anderen schenken, was wir empfangen, und den Weg des Heiles ungehindert gehen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Bittet also den Herrn der Ernte,
Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Liebe Schwestern und Brüder, der heilige Nikolaus, Bischof von Myra in Kleinasien, der Stadt an der Südküste der heutigen Türkei, lebte im 4. Jahrhundert. Er nahm höchstwahrscheinlich am großen Konzil von Nicea teil. Er ist in der Ostkirche der erste Heilige, den man verehrt hat, obwohl er nicht Märtyrer war. In der Westkirche trifft dies für den heiligen Martin zu. Die Verehrung des heiligen Nikolaus wurde in der Westkirche vor allem gefördert, als im Jahre 1982 die Reliquien nach Bari in Apulien gebracht wurden. Man kann sagen, im Mittelalter war der heilige Nikolaus der am meisten verehrte Heilige nach der Gottesmutter Maria. Durch ihn den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Wenn in der Nacht da verraten wurde, nahm er das Brot, sagte er rein, reichte es, seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Jesus und dann nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis.
Das kann man auch mal ein bisschen derer.